Guten Morgen oder guten Abend oder wann auch immer ihr dabei seid. Schön, dass du wieder da bist, dass du wieder lernen willst. Und ich glaube, das wird seine Wirkung entfalten in deinem Leben. Nicht, weil meine Andachten so großartig sind, das beileibe nicht, sondern weil Gottes Wort großartig ist. Ich möchte mit euch weiterlesen. Die Verse 33 bis 35, wobei ich nur auf das Gleichnis eingehen werde. Dort heißt es, ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das alles redete Jesus zu dem Volk in Gleichnissen, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war von Anfang der Welt an. Ja, zum letzten Abschnitt habe ich vor ein paar Tagen was gesagt, als ich über Matthäus 13, 10 bis 17 was versucht habe zu sagen. Ich möchte auf dieses Gleichnis vom Sauerteig nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ein Sauerteig, das wissen die Fachleute, die Küchenleute unter euch. Ein Sauerteig ist ein Teig, der einen Pilz in sich hat, der dafür sorgt, dass ein kleines Stück Teig auf lange Sicht einen großen Bergteig durchsäuern kann. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Gedanke gekommen, weil das ja etwas ist, was eigentlich nicht logisch ist, dass so ein kleines bisschen so große Auswirkungen haben kann. Aber genau das passiert, wenn Jesus dabei ist, weil er eine Kraft hat, die alles Denken übersteigt. Das Menschliche, wenn wir alleine was machen, dann ist das nicht so. Unsere eigene Kraft ist nichts im Vergleich dazu. Ein kleines Beispiel, um das mal deutlich zu machen. Ich kann einen Sauerteig nehmen oder ich kann einen Kuchenteig nehmen mit Zucker. Wenn ich einen Kuchenteig nehme mit Zucker, dann ist er in dem Moment, wo ich ihn habe, ist er lecker und süß. Aber wenn ich ihn menge in eine große, viel größere Menge, dann verliert er all seine Süßkraft, weil er nur das geben kann, was er in dem Moment hat. Da kommt keine neue Kraft hinein. Ein Sauerteig ist, wenn ich ihn erstmal so esse, vielleicht nicht so süß, aber in ihm steckt eine Kraft, die etwas viel, viel Größeres durchmengen und beeinflussen kann. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis, wenn ich ihn richtig verstehe, um uns Mut zu machen, dass wir nicht auf das schauen, was wir haben und was wir machen können. Das wäre nämlich der Zucker, sondern dass wir auf seine Kraft schauen. Und er kann aus etwas Kleinem etwas ganz Großes machen. Wir lesen oft in den Evangelien die wunderbaren Heilungs- und Wundergeschichten. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist es am Endeffekt eine kleine Gruppe gewesen, mit der Jesus wirklich intensiv gearbeitet hat. Eine kleine Gruppe, die er berufen hat als Jünger. Und wenn man die Krisenzeiten sieht unterm Kreuz, wie viele sind dann noch übrig geblieben? Interessanterweise erzählt uns meine Bibel, dass in erster Linie die Frauen unterm Kreuz gestanden haben und zu Jesus gestanden haben. Aber das ist nochmal etwas anderes. Es war ein kleiner, schwacher Haufen, der da war und mit dem Jesus diese Welt verändern wollte. 12 Jünger, von denen keiner jetzt besonders herausragend war. Aber mit diesen 12 Jüngern, mit diesem Mini-Mini-Mini-Sauerteig gegen Millionen und Milliarden von Menschen, hat Jesus diese Welt verändert. Und genau darum geht es. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo Jesus uns Mut machen möchte, dass er sagt: Habt keine Angst, wenn im Augenblick eure Kraft scheinbar nicht ausreichend ist, denn es ist nicht eure Kraft, die alles wirkt. Es ist meine Kraft in euch, die alles verändert. Und auch wenn meine Kraft im Augenblick vielleicht nicht sichtbar ist und nicht mal die,
nicht die großen, aufsehenerregenden Ergebnisse hervorruft, die ihr euch so sehr wünscht und die ich mir manchmal ja auch wünsche. Was wünsche ich mir manchmal, dass an bestimmten Punkten Jesus wirklich heilend eingreift in ein Leben hinein, dass es sichtbar wird. Aber das tut er selten. Das ist die Wirklichkeit und die Erfahrung, die wir machen. Aber er ist immer noch der lebendige Gott. Und wenn wir an ihm dranbleiben, dann werden wir es sehen. Das Spannende an einem Sauerteig ist, wenn ich ihn in einen großen Teig mische, dass ich erstmal gar nichts sehe. Das dauert eine ganze Zeit, bis der Teig durchsäuert ist. Aber dann ist am Ende der Sauerteig der Sieger. Und vielleicht ist das genau das, was wir immer wieder auch hören müssen. Dass es nicht darauf ankommt, dass am Anfang alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Da sind wir ein kleiner Sauerteig in einem großen Haufen. Aber am Ende, das sagt Jesus ganz deutlich, wird sein Wort, sein Werk getan haben. Und es wird genau das passieren, was er will. Ein Freund von mir sagt immer, wir sollen die kleinen Anfänge nicht verachten. Jesus hat klein angefangen mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe, einem Sauerteig in einer großen Welt. Inzwischen ist sein Wort fast überall auf dieser Welt angekommen. Und am Ende wird es sein Werk getan haben und dann wird er wiederkommen. Wenn du vielleicht Teil von etwas Kleinem bist, verliere nicht den Mut. Es kommt nicht auf unsere Kraft an, es kommt auf Jesu Kraft an. Und die hat bisher immer noch den Sieg davon behalten. Lasst uns zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass das wahr ist, dass du mit einer Kraft kommst, die vielleicht nicht so sichtbar ist, aber die am Ende den Sieg behalten wird. Danke, dass wir darauf trauen können, dass wir als deine Leute wirklich daran teilhaben können, dass wir an deinem Sieg teilhaben können, dass wir an deiner Kraft teilhaben können. Herr, so wollen wir unseren Dienst tun, da wo du uns hinstellst. Wir wollen treu beten, wir wollen treu glauben, wir wollen treu bekennen und warten darauf, dass dein Wort sein Werk tut, dass dein Sauerteig den großen Teig durchsäuert und zum Ziel kommt. Danke, Jesus, dass du wirklich der Herr bist. In deinem Namen beten wir. Amen.